Ich bin's wieder, Max Wiemann von Ground & Pound TV. Ich stehe hier mit dem Europameister der GMC, Jonas Bildstein, immer noch ungeschlagen. Und der letzte Kampf gegen Matthias Schuck, das war ja schon ein richtig harter Gegner. Der Matthias Schuck war ein sehr, sehr harter Gegner. Der Kampf lief ganz, ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Der war viel konditionell, viel stärker, als ich erwartet hatte. Im Thai-Boxer-Richten viel stärker, als ich erwartet hatte. Er ist stehen geblieben, was ich nicht erwartet hatte. Also der Kampf war schon knüppelhart für mich, ja. Und jetzt hast du für heute wieder dir noch einen richtig starken Gegner, den Hans Stringer, Nummer 10 der European Top 10, ausgesucht. Ja klar, es ist das, was wir halt machen. Ich suche halt die Herausforderungen, ich will halt im Kampf im Sport weiterkommen. Ich suche mir halt Gegner, die über mir stehen, versuche halt, wenn ich eine Chance kriege, die Chance auch zu nutzen. Ich bereite mich darauf gut vor und ich freue mich dementsprechend auf den Kampf. Und also gut, es ist mir jetzt klar, dass du dir wahrscheinlich nicht viel über deine Strategie verraten wirst, aber was denkst du, wie der Kampf sich so entwickeln wird? Da lasse ich mich mal genauso überraschen wie ihr am besten, da weiß ich nichts. Und Jonas, also man ist ja beobachtet die ganze Zeit, dass die Gegner immer stärker und stärker werden. Also ich weiß es nicht, ob du jetzt schon überlegt hast, von wegen, wenn der Kampf mit Hans Stringer, wenn der vorbei ist, was als nichts für dich im Horizont ist, oder? Da habe ich mir nicht viel überlegt. Ich habe gesagt, in der Zukunft lasse ich erstmal alles von diesem Cup wahrnehmen, weil das doch ein großer Punkt einfach in der Karriere sein wird. Und alles Weitere überlasse ich dann meinem Manager und meinem Betreuerteam. Also du gehst das Kampf für Kampf an? Es geht einfach erstmal um den Kampf, danach geht es weiter. Und möchtest du noch irgendwas den Ground & Pound Zuschauern sagen oder deinen Fans? Ja, ich bedanke mich natürlich für die große Unterstützung, für die große Aufmerksamkeit, die der Sport bekommt. Das ist super. Der Sport wächst größtenteils dank den Fans, dank Ground & Pound, dank deutschen Foren. Und ich möchte einfach einen allgemeinen Dank an alle Fans und alle Leute aussprechen, die den Sport unterstützen. Ja, vielen herzlichen Dank, Jonas. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, und viel Erfolg heute Abend. Dankeschön. Danke.